Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Ja, nachdem das Auto jetzt ein halbes Jahr in der Werkstatt war, dazu später mehr, sind wir jetzt in Italien. Wir haben unsere Eltern kurz besucht, beziehungsweise haben es versucht. Meine Eltern. Dann haben wir haben uns dann irgendwo getroffen, weil da war eine Straßensperrung am Gardasee und das war dann alles kompliziert. Und wir haben jetzt gerade gefrühstückt und jetzt sind wir ganz kurz bei IKEA. Ja, was macht man zuallererst, wenn man in Italien ist? Natürlich zu IKEA fahren. Nee. Ja, Wetter. Das Wetter ist schuld. Regnet seit 2 Tagen. Ja, und wir brauchen ein paar Sachen. Salz und Pfeffermühle. Genau. Die sind nämlich verrostet. Ja. Und noch ein paar Küchentücher. Genau. Ansonsten wahrscheinlich ein Hotdog, weil das kauft man sich einfach immer, wenn man bei IKEA ist. Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Unsere neue Pflanze, weil die andere jetzt natürlich nicht überlebt ein halbes Jahr. Wie taufen wir die jetzt? Keine Ahnung, überlegen wir uns. Überlegen, ihr könnt euch auch was überlegen. Vielleicht habt ihr coole Vorschläge. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich will nämlich einen lustigen Namen, einen außergewöhnlichen Namen für unsere, für unser neues Baby. So, wir waren ja jetzt bei IKEA und natürlich haben wir nicht nur das gekauft, was wir wirklich brauchen, sondern was haben wir noch gekauft? Nein, wir haben nur gekauft, was wir brauchen. Tatsächlich, wir haben wirklich nur das gekauft, was wir brauchen. Es gab keine Hotdogs. Es gab keine Hotdogs, aber dafür natürlich klassischerweise Pizza. Ist ja Italien, also ja. War vorhersehbar. Aber standesgemäß gab es zur Pizza gab es dann auch Pommes. Ja. Ja, ganz klassisch, wie man das halt so isst. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon in Frankreich. Ja, wir sind in Frankreich, weil der Matze so brav war und den ganzen Nachmittag durchgefahren ist. Und wir haben jetzt sogar schönes Wetter noch. Genau, deswegen machen wir es uns jetzt gemütlich, gehen und was trinken. Und dann hoffen wir, dass es morgen auch schön Wetter wird. Also wir sind jetzt hier in Menton oder Menton. Menton. Genau, den Tipp haben wir von netten Followerinnen von Instagram. Genau, blenden wir ein, wenn wir dürfen. Genau, also gesagt, getan. Also schon sind wir hier. Jetzt gibt es erstmal einen Spritz, würde ich sagen. Ja. So, wir sind immer noch in Menton, Menton, keine Ahnung, Menton, genau. Wir lassen das Auto jetzt hier stehen, denn wir haben gelesen und gehört, Nizza sei nicht ganz so unproblematisch mit dem Camper, weil da relativ viele Autos aufgebrochen werden. Und wir hatten jetzt Schwierigkeiten, einen bewachten Parkplatz zu finden. Deswegen lassen wir das Auto jetzt hier stehen und fahren mit dem Zug rüber nach Nizza. Das soll auch gar nicht so viel kosten, das sehen wir gleich. Und schauen uns Nizza an. Ja, 40 Minuten ungefähr die Strecke und man könnte rein theoretisch noch nach Monaco. Das ist die halbe Strecke. Genau, ist auf dem Weg quasi. Und ja, allein deswegen ist es halt irgendwie jetzt mit dem Zug einfach unkomplizierter und genau. Hier ist einfach weniger los und das Auto steht hier, glaube ich, auch ganz okay. Also, ja. Genau. Schauen wir mal. We'll be right back.
musst sehr zeigen, was du bist. Muy bien. Das sagt man so nicht. Wir sind in Frankreich. C'est bon. Wir sind jetzt hier in diesem Park, den Namen blende ich dann ein, weil den kann hier wieder keiner aussprechen. Ich weiß auch gar nicht wieder. Ja. Wetter ist zwar nicht so optimal, aber Ausblick über die Stadt ist echt schön. Und also hier muss man auf jeden Fall mal hoch, echt eine Empfehlung. Und essensmäßig können wir nicht empfehlen, in ein Restaurant zu gehen, weil es urteuer ist. Wir haben uns einen Snack geholt. Ja, so in der Boulangerie. In der Boulangerie ein Baguette, belegtes Baguette. Genau, das war sehr lecker. Ja, also geil. Wir sitzen gerade im Zug, wir sind voll fertig. Und dann haben wir erst gecheckt, irgendwann sitzt gar kein Mensch mehr im Zug. Ja, du musst dazu sagen, wir haben gerade auf Instagram geschaut und haben voll geratscht. Und dann schaue ich so und denke mir so, hey, wieso fahren wir nicht weiter? Und dann gucke ich, dann ist halt einfach kein Mensch mehr im Zug, also wirklich niemand. Und wir, ja, schnell aufgesprungen, sind erstmal raus. Und dann, ja, stehen wir jetzt hier und... Ja, wir müssen umsteigen. Aber das und wir müssen jetzt tatsächlich umsteigen für eine Station, aber beim Hinfahren war das halt nicht so. Deswegen, ja, weil der Zug fährt halt jetzt wieder rückwärts quasi. Ja, er fährt halt wieder zurück. Also ja, jetzt sind wir wieder wach auf jeden Fall. Ja. Okay. So, wir waren ja gestern in Nizza. Echt schöne Stadt. Typisch. Französische Riviera, habe ich zwar keine Ahnung von, wie es sein soll, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Wirklich schöne Gebäude, schöne kleine Boutiquen. Und jetzt haben wir die Nacht hier wieder in Menton verbracht. Oder Menton? Menton verbracht. Heute ist so ein bisschen Erledigungstag, denn wir brauchen eine SIM, eine französische SIM-Karte für ordentliches Internet. Denn nächste Woche müssen wir wieder arbeiten, jetzt ist Osterwochenende, deswegen kümmern wir uns jetzt drum und wir müssen so ein paar Sachen einkaufen. Faustregel beim Autofahren, wenn man Tiere sieht, muss man das sofort erwähnen und drauf zeigen. Das ist immer so. Also SIM-Card ist organisiert. Wir haben jetzt Internet über Free. Dem Anbieter haben wir schon mal gute Erfahrungen gemacht hier in Frankreich. 250 GB für, ich glaube, 20 Euro plus 10 Euro Aktivierung. Ja, genau. 5G kann man nicht meckern, also für den ganzen Monat. Ja. Genau, braucht man nämlich auch zum Arbeiten nächste Woche. Und jetzt sind wir hier eine richtig heftige Strecke hochgefahren. Verdonschlucht. Wollten wir eigentlich sowieso hin, aber wir haben nicht gedacht, dass wir dann noch so weit fahren. Ja, wir haben uns auch einen Campingplatz rausgesucht, weil wir wollten eben Wasser abladen und ja, irgendwie hätte ich gerne eine Dusche gehabt zum Haare waschen. Aber es hat einfach alles zu. Also wir haben Google Maps geschaut und auch Park 4Night und so und irgendwie war das nicht so ganz klar. Also wir sind jetzt hier ewig rumgefahren und es hat einfach alles zu. Jeder Campingplatz, keine Ahnung. Ja, rund um den See sind nämlich überall Campingplätze, aber die sind alle geschlossen. Und jetzt stehen wir halt einfach frei hier. Ja, aber ganz cool, eigentlich ziemlich, also direkt am See. Ja, da drüben, man sieht es jetzt nicht, unter den Bäumen, aber da drüben. Ja. So. Und wie man sieht, Wetter ist immer noch sehr bescheiden. Ja, ganzen Nachmittag geregnet, deswegen... Vor allem, das war interessant, das war irgendwie so ein komischer, wie so ein Sahara-Sandwind oder irgendwie so, weil der Regen war richtig schmutzig. Also das hat man auf der Windschutzscheibe vom Auto gesehen. Ja, die Luft war also richtig so gelblich. So ja, das kommt wahrscheinlich im Video komisch. Nicht so rüber. Das erklärt auch dieser komische Nebel gestern in Nizza. Da war das vermutlich auch schon so. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt noch eine Runde, weil es ist echt schön hier. Und die Schlucht ist auch ziemlich cool. Ja, morgen soll es aber auch den ganzen Tag regnen. Deswegen, keine Ahnung, wir machen Spiele. Ja. So ist wahrscheinlich der Plan.
Stürmisch, laut, Regen und Wind war echt stark. Deswegen haben wir uns jetzt ein richtig ausgewogenes Osterfrühstück redlich verdient. Mit Ei, vielleicht haben wir noch eine Avocado, die was taugt, und Brot. Und Brot. Und das allerbeste, Cappuccino. Cappuccino, nicht, ja. Nicht zu vergessen. Cappuccino. Ja. So, heute ist Ostersonntag. Das Wetter ist jetzt nicht so geil, beziehungsweise es regnet. Und Vorhersage ist auch, dass es den ganzen Tag weiter regnet. Deswegen verbringen den Tag so ein bisschen mit Spielen. Ich fange jetzt an, das Video zu schneiden. Ja, das funktioniert so semi-gut, weil ich merke schon, nach einem halben Jahr bin ich jetzt so ein bisschen raus aus dem Thema. Das ist alles nicht so einfach gerade. Und wir werden auch noch ein bisschen backen und so. Und boah, den Tag, glaube ich, kriegen wir ganz gut rum. Bananenbrot. Bananenbrot, ja. Klassiker Bananenbrot. Und wir haben noch Schokolade. Osterschokolade. Ja. Trocken. Ah. Ohne Soße dazu. Soße? Vanillesoße? Mhm. Nee, haben wir aber nicht. Dann nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter ist wieder besser. Heute Nacht war richtig stürmisch und regnerisch. Also entsprechend war es laut. Ich habe durchgepennt. Selina hat nicht so gut geschlafen. Und heute werden wir mal das Wetter so ein bisschen nutzen und hier ein bisschen rumwandern. Und aber auch mit dem Auto rumfahren. Die Selina hat sich einen Knöchel verstaucht oder verknackst, umgeschnackelt. Deswegen sind wir nicht ganz so mobil für eine krasse Wanderung oder sowas. Deswegen machen wir mal ganz doucement, wie man auf Französisch sagt, glaube ich. Ich kann kein Französisch, deswegen. Genau. Und vielleicht suchen wir uns auch noch mal einen anderen Stellplatz. Das werden wir heute sehen. Wir sind jetzt immer noch an dem Stausee, an dem Lac du Saint-Croix oder so ähnlich. Hier gibt es auch so eine kleine Insel, also so eine Halbinsel. Da wollten wir jetzt eigentlich rüber, aber das geht jetzt irgendwie nicht, weil der Wasserpegel ist sehr hoch. Ja, also wird wohl nichts. Jetzt wandern wir irgendwie ein bisschen um den See rum und wir hätten sogar schon einen neuen Stellplatz erspäht. Da könnten wir später mal gucken, ob wir hierher fahren tatsächlich. Hier ist nämlich gar nichts los. Mega cool und ja, hier ist richtig schön auf jeden Fall. Mal gucken. Genau, jetzt vorher auf jeden Fall fahren wir zu einem, ja, wie nennt man das, so ein bezahlter Parkplatz mit Wasserauffüllstation und zum Wasser ablassen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal hinfahren, weil wir haben nämlich fast kein Wasser mehr. Und wir müssten mal wieder duschen. Das leidige Thema. Und ja, zur Not vielleicht sogar für eine Nacht auf dem Campingplatz. Mal schauen.
Aber wir haben jetzt schon was gefunden zum Wasser auffüllen. Und zwar sogar kostenlos. Und zum Wasser ablassen. Also optimal. Das ist der Klassiker, ein Wasserhahn ohne irgendwas. Das heißt, immer so einen Adapter mitnehmen. Skeptisch auf einmal. Seit du da bist. Es war so eumelig heute Morgen. Standen neben uns zwei mit einem Roadsurfer, mit einem deutschen Kennzeichen. Also ein Roadsurfer ist so eine Mietwagenfirma für Camper. Die hat ein deutsches Kennzeichen und ich sage wie selbstverständlich Servus. Und ja, er hat irgendwas gemurmelt. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Und später haben die beiden dann miteinander Französisch gesprochen. Ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt zu jedem immer Bonjour sagen hier? Auch mit dem deutschen Kennzeichen oder nicht? Ich weiß nicht, ich bin unschlüssig. Wir sagen jetzt einfach immer Bonjour. 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 In Italien haben wir, glaube ich, auch immer... Buongiorno. Ja, Buongiorno. Buongiorno. Ja, John Porno. Ich komme mit den Sprachen durcheinander. John Porno. Buongiorno. Buongiorno. John Porno. So, wir hatten jetzt noch einen richtig coolen Stellplatz hier. Das ist von so einem Verbund. Ich blende ein, wie der heißt. Kostet 13 Euro die Nacht. Kann man gar nicht meckern. Es gibt hier sogar Strom und Wasser kostenlos. Und man steht hier sehr sicher. Und schöner Ausblick. Also tipptopp. Haben heute hier gearbeitet. Jetzt fahren wir kurz raus, weil wir nicht nochmal 24 Stunden bezahlen wollen und arbeiten dann weiter. Genau. Und wo es uns dann hin verschlägt, das werden wir dann sehen. So, wir sind jetzt in Saint-Maxime. Wir haben jetzt heute den ganzen Tag gearbeitet, jetzt ist Feierabend und jetzt gehen wir noch mal eine Runde, schauen so ein bisschen. Und es ist warm, ich habe eine kurze Hose an. Tada! Also richtig, richtig schön und ja, lassen wir den Abend noch ausklingen, morgen müssen wir wieder arbeiten. Mal gucken. Das ist echt interessant. Es ist eine Nebenstraße weiter von der Promenade weg und hier ist alles zu oder fast alles. Also ist es noch richtig neben. Zu nicht, aber irgendwie entweder ist noch nichts los, also uhrzeittechnisch, oder es ist halt einfach generell noch nichts los. Ja, es ist Nebensaison. Auf jeden Fall spielt sich eher alles an einer Promenade ab. Heute gibt es bei uns eine Quiche, weil wir haben uns vorgenommen, wir machen jetzt mehr mit unserem Omnia-Backofen. Den haben wir nämlich letztes Mal tatsächlich gar nicht so oft benutzt. Und genau, deswegen machen wir heute Quiche und schauen mal, ob das was wird.
für uns ist heute schon Feierabend und somit auch ein neues Wochenende. Wir fahren jetzt nach Saint-Tropez und zwar sind wir jetzt immer noch in Saint-Maxime. Genau, deswegen fahren wir mit der Fähre rüber, weil die dauert nur 20 Minuten und ja, parkplatztechnisch wäre es wohl eher schlecht in Saint-Tropez, preistechnisch und platztechnisch. Genau, hier fährt gleich die Fähre ab und ja, schauen wir mal, was da so geboten ist. Also wir sind jetzt hier in Saint-Tropez, Fähre war echt flott und der Ort ist echt richtig schön, es ist alles wie geleckt hier. Picobello. Picobello, ich weiß nicht, wie man das auf Französisch sagt, aber es ist Picobello. Also ein Fotomotiv jagt hier das andere. Vielleicht haben wir jetzt auch einfach momentan Glück, weil sehr wenig los ist. Hier sind fast keine Leute unterwegs. Voll gut. Genau. Und ja, und jetzt laufen wir einfach mal hier so ein bisschen rum. Schauen mal, was es hier zu entdecken gibt und vielleicht kriegen wir sogar noch ein günstiges Getränk irgendwo. Mal schauen. Ich bin zuversichtlich. Der Gendarme von Saint-Tropez. Deswegen kennt man hier das Kaff überhaupt, glaube ich. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Müsstest du dir mal anschauen. Das sind, ich glaube, damit ist der Louis de Finesse international bekannt geworden oder so. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein guter Film. Okay. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber kann man sich schon mal reinziehen. Also das mit dem Getränk haben wir uns jetzt doch verkniffen. Wir fahren jetzt wieder zurück, weil es ist einfach unfassbar teuer hier. Das ist das, was wir bisher gesehen haben hier in Frankreich, noch ein Witz dagegen. Aber das war ja eigentlich klar. War eigentlich klar, ja. Ich kann mir schon die Kommentare vorstellen, ja. Aber 16 Euro für ein Bier, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Und ich meine damit jetzt keine Master oder sowas. Naja, so immerhin großes Bier. Ja, 0,5er, 16 Euro. Ich weiß, man trinkt ja auch Wein eigentlich, aber Wein ist auch... Es ist alles toll. Ja. So, wieder zurück im warmen Van. War jetzt doch eine ganz gute Fügung eigentlich, dass wir jetzt doch früher heimgefahren sind, weil es wird jetzt dann doch empfindlich kalt abends immer noch. Es ist jetzt 7 Uhr und mit dem T-Shirt war jetzt schon unangenehm. Deswegen war jetzt doch ganz gut, dass wir schon, dass wir kein Getränk eingenommen haben und dann jetzt wieder zurückgefahren sind. Und wir sind es nicht mehr gewohnt. Die Beine tun weh. Ja. Tatsächlich. Ja, deswegen machen wir uns jetzt noch einen gemütlichen Abend und kochen noch was und genau, vielleicht schauen wir uns noch einen Film an. Dann sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Für uns fängt das Wochenende an und ja, mal schauen, was die nächste Woche so bringt. Genau, und lasst noch ein Like und einen Kommentar da, damit kitzeln wir so ein bisschen den Algorithmus. Würde uns wirklich freuen. Dass wir nicht ganz gestraft sind, dass wir ein halbes Jahr weg waren. Ja, genau. Würde uns freuen. Bis nächste Woche. Ja, warum waren wir so lange weg?
unser Auto war kaputt und war in einer Werkstatt in Frankreich und dann noch in einer Werkstatt bei uns zu Hause. Und das Ganze hat einfach über ein halbes Jahr gedauert, bis das Auto jetzt repariert war. Und ja, das erklärt euch der Matze noch genauer, was da alles passiert ist. Und ja, deswegen konnten wir jetzt erst vor einer Woche wieder losfahren. Beziehungsweise war der Matze auch noch krank mit Grippe. Und ja, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert, leider. Genau. Genau, zuletzt im letzten Video, wer das gesehen hat, hat sie mitbekommen, dass das Auto eben kaputt war. Und stand eben dann in Frankreich, in Bordeaux. In der Zeit waren wir noch auf einer Finca mit Freunden, da haben wir quasi Urlaub gebucht gehabt und der war auch schon bezahlt, deswegen haben wir gesagt, okay, das macht keinen Sinn, wenn wir quasi da jetzt nicht hinfliegen. Genau, da waren wir dann noch eine Woche und dann danach waren wir noch bei anderen Freunden, ganz spontan in Barcelona, die haben da Urlaub gemacht, die haben wir besucht. Genau, weil wir uns halt einfach die Zeit ein bisschen überbrücken wollten. Und wären dann ursprünglich nämlich von Barcelona nach Bordeaux quasi zurückgeflogen, um das Auto wieder abzuholen. Weil die Flüge relativ günstig sind? Genau, das war der Plan eigentlich. Und deswegen haben wir uns dann sogar noch eine Wohnung, eine kleine, in der Nähe von Barcelona war das, so eine Stunde von Barcelona weg, eine Wohnung gemietet. Die war ziemlich günstig, weil wir bis dato ja immer noch dachten, dass wir das Auto quasi die nächsten Tage abholen können. Genau, deswegen, ja, wir waren dann insgesamt ein ganzes Monat eigentlich dann noch in dem Ort. Und ja, bis wir halt dann irgendwann entschlossen haben, dann doch nach Hause zu fahren. Genau, also ja. Das Auto stand ja nach wie vor in Frankreich und wir haben nicht wirklich sinnvolle Informationen bekommen, beziehungsweise keine Aussage, wie lange es denn ungefähr dauern wird. Wir sind einfach mal von grob einen Monat ausgegangen, aber das hat anscheinend nicht gereicht. Wir haben dann irgendwann... Hieß es auch am Anfang, ungefähr 4 Wochen. Genau, zuerst hieß es 4 bis 5 Wochen. Aber dann kam die Aussage, das Teil ist nicht verfügbar, das Ersatzteil ist nicht verfügbar. Worauf wir dann eben die Reißleine gezogen haben und sind dann nach Deutschland geflogen. Nach Hause, in die Heimat. Und daraufhin hat dann auch Fiat den Rücktransport organisiert, eben nach Deutschland, weil eben keine Aussage getroffen werden konnte, wann das Teil verfügbar ist. Das Auto wurde dann eben auch in unsere Heimat transportiert von Fiat. Fiat hat die Kosten übernommen dafür. Es war allerdings gar nicht so einfach, mit dem Support da in Kontakt zu treten, beziehungsweise die Aussagen waren immer sehr vage. Aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Und das Auto stand dann in Deutschland auch noch länger in der Werkstatt, weil das Teil nach wie vor nicht verfügbar war. Und zwar, so wie ich das verstanden habe, waren Teile der Hydraulik der Kupplung defekt, also nicht die Kupplung an sich, was ja normal nur ein Verschleißteil wäre, sondern eben die Hydraulik der Kupplung. So wie ich es verstanden habe, eben der Nehmerzylinder der Kupplungshydraulik. Und dieses Teil war einfach nicht verfügbar. Es gab einfach Ersatzteilprobleme zu dem Zeitpunkt. Und ja, wir waren da auch nicht die Einzigen. Auf dem Hof von der Werkstatt standen mehrere Fiat Ducatos, die auf das Teil eben gewartet haben, bis es repariert werden konnte. Genau, schlussendlich hat es dann wirklich bis Anfang Februar gedauert. Also nochmal kurz, der Schaden entstand Ende August und das Fahrzeug wurde erst fertiggestellt, beziehungsweise das Teil war dann erst da Anfang Februar. Nachdem das Teil da war, war das Auto auch innerhalb von 3 Tagen repariert und wir wären auch wieder abfahrtbereit gewesen. Woran jetzt die Ursache wirklich lag, warum es so lange gedauert hat, ist nach wie vor nicht nachvollziehbar. Es rückt auch keiner mit einer wirklichen konkreten Aussage raus. Ist jetzt so, wie es ist. Ich war dann nochmal krank. Ich hatte dann eine Grippe, eine relativ nicht so einfach verlaufende Grippe und war dann noch einen kompletten Monat krank. Und ja, jetzt sind wir aber wieder unterwegs. Jetzt haben wir wieder unser Auto und sind wieder unterwegs, genau. Ja.